Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein Special-Video und zwar das Lenticulair-Tag-Video. Ich wurde ja nominiert oder getaggt vom der Filmfrotzler. Vielen Dank dafür. Coole Idee. Die Idee ins Leben gerufen hat Olli Uncut. Der hat dort mit angefangen. Und jetzt bin ich dabei, freue mich darauf. Ich wusste selbst gar nicht mehr, was ich alles für Editions habe mit einem Lenti-Cover. Es sind nicht ganz so viele, aber würde ich sagen, Quatsch mal nicht so groß und starten gleich. Als erstes würde ich sagen, fange ich mit meinen Fußlips an. Da ist jetzt hier ganz frisch von Judge Dredd. Filmarena Edition hier mit diesem schönen Lenti-Effekt hier. Auch ziemlich coole Steelbooks in dieser Edition dabei. Könnt ihr euch ja, packe ich ihn hin, machen wir mal so. So, hier ist nämlich das Steelbook. Also, da haben wir auch nochmal einen schönen Effekt. Jo, auch ein Hammer Steelbook übrigens, wie gesagt. So, dann habe ich hier Sabotage. Einmal das Steelbook mit diesen hier. Aber da ist, glaube ich, das ändert sich bloß die Farbe, aber auch ziemlich cool. Ja, Film ist wirklich auch super. So, dann hier das Full Slip mit diesem Motiv. Auch cool gemacht. So, jetzt weiter. Dann habe ich hier Terminator, wie ist er, Genesis, oder? Ja, genau. Einmal auch vom Full Slip, das Steelbook. Das jetzt, ach ja, so genau. Auch ziemlich cool. Ziemlich cooler Effekt auf jeden Fall. Absolut geiles Ding. So, dann haben wir hier noch das zweite Steelbook von Terminator Genesis aus der anderen Full Slip Edition. Da haben wir das dann so. Auch ziemlich cool. Obwohl der Film eigentlich ziemlich, ja, naja, scheiße war. So, dann kommen wir hier aber zum richtig guten Film. Und zwar John Wick, auch aus der Filmarena. Full Slip Edition. Da haben wir einfach dieses hier. Ist auch ziemlich cool. Machen wir gleich weiter hier mit dem zweiten Full Slip von Filmarena hier von der John Wick. Da haben wir einfach, das hat jetzt keinen Effekt, das ist einfach nur dieser Tiefeneffekt halt. Ja, das ist jetzt nicht ganz so besonders. Ja, machen wir weiter. Dann habe ich hier noch den Film Pixels. Auch aus dem Full Slip von Filmarena. Da haben wir halt diesen Effekt hier. Drei verschiedene, glaube ich. Ja, genau, ja. Auch ziemlich cool. Ich fand den Film auch ziemlich lustig, muss ich sagen. So, dann haben wir noch hier, wie hieß der nochmal? Ach, 13 Hours. Genau, auch die Full Slip Edition von Filmarena. Da haben wir halt, das einfach mit dieser Flagge im Hintergrund einmal mit und halt einmal ohne. Ist ein bisschen schwierig jetzt darzustellen hier. Aber auch ein cooler Film, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weiter geht's. Dann habe ich hier noch eine DVD, also ein Steelbook. Und zwar Crank. Ich glaube, das war auch mein erstes Lenticular, was ich, oh, jetzt sieht man gar nicht gut, was ich hatte oder habe. Das ist auch, glaube ich, raufgeklebt. Das ist kein Magnet, das kriegt man gar nicht ab. Ja, so ein bisschen diesen Effekt hier, 3D-Effekt. Übrigens auch ein absoluter Hammerfilm, ja, ganz ehrlich, muss ich mal. So, weiter geht's. Mal gucken hier nicht das Umfeld. Mit Expendable 2. Da haben wir auch diesen Effekt hier. Dann natürlich noch Expendables 3. War auch das hier. So, weiter geht's mit The Last Stand. Hier diesen Lenti-Effekt.
Dann habe ich hier noch Ice Age 3. Da muss ich sagen, das passt sehr gut hier mit diesem Rand. Wirklich ziemlich cool gemacht hier. Haben wir so einen tiefen Effekt bloß. Ja, und weiter geht's. Sind wir schon fast durch hier eigentlich. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber. So, da habe ich hier noch ein Mediabook, Stirb langsam 4. Da ist hier nur so ein kleines drauf, mit so einem Hubschrauber so und dann... Ja, ist okay, ist auch ziemlich klein. Der Film war jetzt auch nicht ganz so gut. Eigentlich war er ziemlich mies, sagen wir es mal so. So, dann habe ich hier noch einmal von der Hobbit. Leider war ja bloß dieser eine Teil mit dem Lenti. Die anderen hatten ja dann Bilder. Auch ein bisschen blöd gemacht. Aber das hier ist ziemlich cool. Das wirkt ziemlich geil. Dann habe ich hier Batman Begins in einer Special Edition. Auch mit diesem... Auch ziemlich cool. So, weiter geht's. Jetzt haben wir noch ein paar Emeralds, die ich habe. Und zwar hier einmal Silent Hill Revelations. Hieß er Revelations? Ja, genau. 3D hier. Schöner Tiefeneffekt auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch Jurassic World 3D. Hat auch bloß einen Tiefeneffekt. Dann habe ich hier noch Iron Man 3. Der hat auch so einen tiefen Effekt. Und der letzte Film, den ich habe, ist hier Total Recall. Auch mit so einem Schuber oben drüber. Auch mit diesem schönen tiefen Effekt. Ziemlich cool aus. Ja, und als allerletztes habe ich hier noch von einem Videospiel von Mafia 3. Habe ich jetzt das Spiel gerade nicht da, aber dieses Lenti habe ich da. Das war damit bei gewesen. Hat auch einen ziemlich coolen tiefen Effekt auf jeden Fall. Ja, im Videospiel ist das irgendwie noch gar nicht so. Irgendwie, ich habe mal überlegt, ich habe eine Menge Videospiel-Editions und so, aber so Lenticulars gibt es irgendwie gar nicht. Also ist jetzt das Erste, was mir jetzt so untergekommen ist. Und wie gesagt, das Spiel ist ja gerade mal 2 Monate alt. Aber naja, wie gesagt, das sind jetzt alles so meine Sachen, die ich habe an Lenticulars. Ich denke mal, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen, weil ich bin jetzt noch gerade, wir haben es immer noch im Umräumen. Ich habe auch gerade noch meine Wohnstube tapeziert. Habe gedacht, das schiebst du schnell, wenn es trocknet, das Video machst du das mal schnell. Ja, ich fand das wirklich eine geile Idee, wirklich ziemlich cool. Und ja, freue mich, dass ich da mitmachen durfte, dass ich getaggt wurde. Und ich tagge jetzt auch noch 2 Leute, und zwar einmal Ralfs Unboxing, den tagge ich noch, und dann möchte ich den Voice 82 noch taggen, aber ich glaube, der hat ziemlich viel in seiner Sammlung, da reicht es bloß, wenn er mal seine Best-of präsentiert. Ich glaube, das reicht aus. Ja, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen 4. Advent, und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!